J'ai eu quand même pas mal de peur avec la venue de cet enfant. Comme mamma con un primo figlio hai moltissime cose che non sai, sei molto insicura, hai moltissime domande. Was verändert sich da alles und on sait rien en fait quand on devient parent. Ma poi il momento arriva. Du bist eine Nacht am Durchkämpfen und dann ist auf einen Schlag der Schmerz weg und alles ist vorbei und alles ist gerade. You look at this child the first time and yeah, and just this bonding happens. That's, I would say that's the biggest moment. La prima volta che l'ho messa al mio seno non funzionava tanto bene. Poi avevo tantissimo latte, avevo un seno enorme. Je nachdem, wie die Brust gebaut ist, bei mir war es ein bisschen kompliziert, weil es sehr flach war. Da musste es einfach lernen. Also man muss sich kennenlernen. Das ist auch ein Kennenlernen, das Stillen. Ma femme, en fait, elle voulait prendre plus de temps pour dormir la nuit. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré son lait et puis on l'a congelé. Et puis après, je pouvais lui donner. Ho allattato la mattina, la notte, la sera e durante la giornata. Gli ho dato il biberon sia mia mamma o il papà di mia figlia. Und für mich war es erstmal ein Problem und ich hatte auch eine Brustentzündung und es war super für mich abzupumpen und ihm trotzdem weiterhin Muttermilch geben zu können. Und da war ich sehr froh und dann war das nach einer Woche auch wieder geheilt und dann konnte ich ihn Gott sei Dank wieder ansetzen. First I gave her the bottle and I was kind of lucky the other way round. So she took the breast afterwards as well, and that was great. So I could really switch, and I did it, yeah, 10 months.